Frank Michelon für TV Rheintal unterwegs. Heute befinde ich mich in Wittnau im Hotel Metropol für die 36. Jahresmeisterschaft in Rheintal. Und neben mir steht die René Müller. Herr Müller, schönen guten Tag. Guten Tag, Mirand. 36. Jahresmeisterschaft, wie es auch schon ein sehr beliebtes Event. Wie viele Teilnehmer gibt es heute? Heute ist die Finale, ja? Wie viele Teilnehmer gibt es heute? Heute sind es 196 Teilnehmer im Saal. 196 Teilnehmer im Saal und angemeldet für diese ganze Runde? In unserer Vorrunde kamen 552 Jasserinnen und Jasser, um Karten zu spielen. Also, ich habe gewusst, dass Jass beliebt in der Schweiz, aber so beliebt hätte ich selber nicht gedacht. Wirklich ein sehr interessantes Event und ich habe mal mitbekommen, Herr Müller, 25.000 Franken Preisgeld fast, oder? Ja, das geht von den Tagespreisen in der Vorrunde über unsere Hauptpreise. Die 10 Hauptpreise haben einen Wert von über 10.000 Franken bis hin zu den Wettbewerb 1.000 Franken und den ganzen Gabentisch, den wir nicht abschätzen können. Darum ist 25.000 eine Schätzung. Das ist schon eine Ansage. Ich habe vorher ein paar Sequenzen gemacht. Ihr könnt sehen in diesem kleinen Dokumentar. Wie lange gibt es schon diesen Verein? So viel ich mich bekomme, eure Jazzverein ist die größte in Rheintal, oder? Wir haben jetzt die 36. Austragung. Also 36 Jahre besteht dieses Team. Und ihr seid, gibt es viel Verein von dieser Art in Rheintal? Vielleicht gibt es noch zwei, drei kleinere, aber in dieser Größe nur einmal. Ihr seid Präsident von diesem Verein. Seit wann seid ihr selber Präsident und seit wann seid ihr aktiv in diesem Verein? Als OK-Präsident amte ich jetzt zum 16. Mal. Und vorher war ich noch 5 Jahre im Team. Also mein Anteil ist schon 20 Jahre. Was mir interessiert ist, was ist die Geschichte von Jazz in die Schweiz? Weil wie es ausschaut, das ist wirklich ein sehr beliebte Freizeitbeschäftigung, wie es ausschaut. Das Jassen in der Schweiz hatte viele verschiedene Arten. Über Schieber. Doch denke ich, der Schieberjass ist immer noch der beliebteste und in der ganzen Schweiz bekannt. Aber woher er kommt, kann ich nicht sagen. Es gibt ein großes Vorurteil, ein großes Klischee, was die Jazzspieler angeht. Man sagt immer, das entspricht einem älteren Publikum, aber ich sehe heute wirklich auch sehr viele junge Leute. Wir brauchen Nachwuchs. Du kannst bis 30 aktiv Sport machen und nachher kannst du beginnen mit Jassen. Dann bist du mit 50 fit für uns. Ja, das ist ein sehr guter Ausrede. Herr Müller, vielen Dank für Ihre Zeit. Ihr habt noch viel zu tun. Vielen Dank, Dankeschön.